Boot Düsseldorf ist mit einer 250.000 Besucher die weltweit größte Boots- und Wassersportmesse und der alljährliche Treffpunkt der gesamten Branche. Rund 2000 Aussteller zeigten im Januar 2020 interessante Neuheiten und attraktive Weiterentwicklungen rund um Boote, Ausrüstung und Zubehör. Imposante Superjachten, coole Daycruiser, sportliche Segeljachten, spannende Charterreisen, aktives Paddeln, Surfen, Kiten und Tauchen. In 17 Messehallen auf 220.000 Quadratmetern gab es alles zu sehen, zu testen und zu kaufen, was das Herz eines Wassersportlers begehrt. Wir können hier zwei Trends deutlich rausgreifen. Einmal bei den Fahrtenjachten der Trend zu mehr Volumen unter Deck, lange Wasserlinien, breite Hecks, voller Spand, viel Platz im achterlichen Bereich. Und zum anderen bei den Daysailern der Trend zum ganz einfachen Segeln, Pinne, Schot und sonst nicht viel. Einfach aufsteigen, lossegeln und das gucken wir uns jetzt mal an. Hier ist die Halberg Rassi 40C, das neue Modell von Halberg Rassi aus Schweden. 12,30 Meter lang, in der Wasserlinie 11,74 Meter, das ist fast genauso lang. Wir sehen also einen extrem steilen Steven und wir sehen auch achtern einen fast senkrechten Spiegel. Das bedeutet, wir haben breites Heck und dieser Raum zeigt sich nachher auch in der Achterkabine. Die lange Wasserlinie, die ich draußen schon gezeigt habe, in Verbindung mit dem breiten Heck, machen richtig Platz für eine große geräumige Achterkabine mit einem ordentlichen Doppelbett. Hier ist die C42, das neue Modell von Bavaria. Wir sehen hier auch eine lange Wasserlinie, große Breite, von der Mitte durchgezogen bis zum Heck und einen vollen Spand. Das alles zusammen bedeutet, wir haben viel Volumen unter Deck. Das zeigt sich zum Beispiel im Salon dadurch, dass wir Platz für einen unglaublich großen Tisch haben. Und im Heck zeigt sich das dadurch, dass wir zwei volle Achterkabinen mit jeweils einem vollen Doppelbett haben, von 1,60 Meter Breite, und zwar in rechteckiger Form. Sowas haben wir noch nicht gesehen. Bavaria präsentiert damit ein von Grund auf überholtes Raumkonzept. Doch was steckt hinter dieser Idee? Mein Name ist Pascal Kuhn, ich bin der Produktmanager Segelboote bei Bavaria Yachtbau. Ich bin Nadja Jamal, die Projektleiterin für eben genau dieses Segelboot, die C42, und ich durfte dieses Projekt im vergangenen Jahr mit Pascal begleiten. Die Bavaria C42 ist ein modernes und junges neues Schiff, das wir entwickelt haben. Wir haben den Bavaria V-Bau eingeführt und gleichzeitig auch Bavaria Chines und erzielen damit deutlich mehr Stabilität, Performance und Sicherheit. Während optimiertes Raumangebot auf den Dickschiffen das große Thema ist, liegt der Trend bei den kleineren Daysailern eher auf dem bequemeren Handling. Wir sind hier auf der Saphir 27, der neueste Daysailer der holländischen Werft Saphir. Und das ist ein Beispiel für bequemes, komfortables, einfaches Segeln. Ich habe hier als Steuermann die Großschot auf der Winch und das Steuerrad in der Hand. Vorne ist eine Selbstwendefock, das heißt, an der Kreuz habe ich alles, was ich brauche. Die Crew kann sich achtern auf dieser Liegewiese tummeln und im Prinzip geht es darum, aufzusteigen und loszusegeln. Hier ist die A27, der neue Daysailer von A-Yachts. Komplett aus Carbon gebaut, das heißt, wir haben ein sehr leichtes Boot zu erwarten. Wir sehen hier auch breites Heck, flacher Rumpf. Wir können davon ausgehen, dass das Boot sehr schnell segeln wird. Aber es ist kein Racer, sondern es ist ein Daysailer für ganz einfaches, komfortables Handling gedacht. Wenn wir uns das angucken, hier, Pinne in der einen Hand, Schot in der anderen Hand und viel mehr brauche ich zum Segeln nicht. Die Trimleinen sind alle hier am Niedergang. Und hier vorne sehen wir noch ein weiteres Komfortelement, die Selbstwendefock. Das heißt, an der Kreuz habe ich eigentlich als Steuermann, Achter, nichts weiter zu tun. Elektroantriebe sind schon seit Jahren auf dem Vormarsch und werden in vielen Variationen weiterentwickelt. E-Propulsion sitzt neuerdings auch bei seinem kleinsten Motor auf bewährte 48 Volt Technik und verspricht himmlische Ruhe, höllische Kraft. Der Spirit hat mit dieser Batterie mit 1276 Wattstunden jetzt eine Reichweite von 1 Stunde und 15 Minuten Vollgas.
oder bei normalem Betrieb, und da würde ich ungefähr Halbgas ansetzen, 5 bis 6 Stunden. Ich kann für den Kunden, dem das nicht genügt, jederzeit auch eine Ersatzbatterie mitnehmen. Das ist schon bekannt, dass diese Batterie sehr leicht zu entnehmen ist. Damit habe ich einen riesen Vorteil, zum Beispiel, wenn ich den Motor auf einem Dinghy verwende und das dann hoch auf die Yacht geben muss. Und weiterer Vorteil dieser Batterie, die kann schwimmen. Das heißt, sollte die bei diesem Manöver über Bord gehen, habe ich überhaupt kein Problem. Was jetzt neu noch dazu kommt, ist, dass ich statt der integrierten 48-Volt-Batterie auch externe 48-Volt-Batterien verwenden kann. Vor allem sehen wir den Vorteil darin, dass man sehr flexibel wird mit dem 48-Volt-System. Also ich kann zum Beispiel 4 12-Volt-Zellen, die ich vielleicht sowieso schon habe, zusammenschalten und damit 48 Volt erzeugen. Oder 2 24 Volt LKW-Batterien, die es dann auch sehr preisgünstig gibt, also Bleibatterien, wie man sich von früher schon kennt. Oder ein E-Propulsion-Produkt dazu wählen, das dann von der Systemkommunikation her sehr elegant ist, weil die Batterie mit dem Motor kommuniziert. Doch nicht nur als Außenborder finden Elektroantriebe immer mehr Anklang. Die Elektromotorisierung ist aktuell der Innovationstreiber in der Motorbootszene. Ein weiterer Trend, der in den letzten Jahren erkennbar ist, ist, dass die Rümpfe der Boote immer mehr optimiert werden, sodass die Schiffe treibstoffeffizienter laufen und sich auch für den Einsatz elektrischer Antriebe eignen. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Nimbus 305. Ein weiteres gutes Beispiel für speziell optimierte Rumpflinien ist der Pitstep-Rumpf des Silver Tiger. Wir konnten dieses Boot im Frühjahr im Test selber fahren und können die exzellenten Fahreigenschaften bestätigen. Auch die Kollegen von anderen großen Motorbootmagazinen waren von den Fahreigenschaften des Bootes begeistert. Das Boot wurde mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Ein weiterer klar erkennbarer Trend sind Boote für Tages- und für Wochenendausflüge, die sehr komfortabel und sehr luxuriös ausgestattet sind. Luxuriöse Tender, Daycruiser und Weekender gibt es natürlich in allen Größen und auch in allen Preisklassen. Leistungsstarke und sehr luxuriöse Boote sind weiterhin sehr gefragt und präsent. Aber auch das Thema Energieeffizienz und elektrische Antriebe nimmt einen immer breiteren Raum ein. Eine vielbeachtete Premiere auf der Boot Düsseldorf 2020 feierte Bavaria mit der SR41. Ähnlich wie bei den Segeljachten geht es bei der Neuentwicklung um ein verbessertes Raumangebot und mehr nutzbare Fläche an Bord. Wir befinden uns jetzt im Cockpit der SR41. Wie Sie gerade gesehen haben, ist es hier kinderleicht aus einer L-Sitzgruppe, die ich für eine Familie brauche, zum Frühstücken im kleinen Kreis, ein großes Dinett zu machen, wo bis zu 8 Leute Platz finden können. Beim Interieur der SR41 war uns besonders das Thema Privatsphäre wichtig. Dafür haben wir es geschafft, sowohl für den Eigner im Badezimmer zu integrieren, als auch für seine Gäste, was für diese Bootsgröße einzigartig ist. Doch nicht nur Boote kann man in Düsseldorf bestaunen. Für alle Bootsliebhaber, deren Boot bereits zu Hause wartet, sind die Neuentwicklungen bei Zubehör und Ausrüstung besonders spannend. Und jetzt nehmen wir euch mit und zeigen euch 6 unserer Highlights. Unser erstes Highlight kommt aus Frankreich, das neue Rescue Knife. Das Messer zeichnet sich besonders durch den Schliff und die zackige Klinge aus, sodass man damit auch Dynamatau wegschneiden kann. Highlight Nummer 2 auf der Boot 2020 ist der iWinch. Mit diesem Bit und einem Standard-Akkuschrauber können wir jede normale Winch elektrisch betreiben. Zum Beispiel, um unser Vorsegel ganz einfach hochzuziehen. Neu im Bereich Segeltuch haben wir ein ganz besonderes Tuch von der Marke Contender. Das zeichnet sich dadurch aus, dass es extrem leicht ist, sehr, sehr flach. Die Streifen hier sind aus Endomax, das ist ein Dyneema-Stoff, ganz stark gepresst. Das ist nämlich ein Tape, das ist kein Filament, dadurch bildet sich da kein Wasser, es kann ganz stark verklebt werden. Tolle Haltungswerte, tolle Formstabilität bei ganz, ganz wenig Gewicht.
Ebenfalls neu bei uns im Programm, spezieller Ocean Cork für den Einsatz im Innen- und Außenbereich auf Schiffen. Kommt im Do-It-Yourself-Kit, 14 Stäbe, Fugenmasse und Fugenkleber zum selber verkleben. Auf der Boot in Düsseldorf wurde auch in diesem Jahr die Vorfreude auf die warme Jahreszeit wieder geweckt und lässt die Herzen aller Wassersportler höher schlagen. Ob in der luxuriösen Superjacht, im sportlichen Segler oder in einem kompakten Kajak. Hauptsache, es geht 2020 endlich wieder aufs Wasser.